Ja, Selina Bettendorf, sehr schön, dass Sie heute Abend bei uns sind und herzlichen Glückwunsch zum Otto Brenner Preis. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Newcomerin des Jahres zunächst ein bisschen vorstellen, bevor wir beide ins Gespräch kommen. Selina Bettendorf hat den Masterstudiengang Medienethik Religion an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert und als Frucht aus diesem Studium, aus ihrer Masterarbeit, ist ein Fachbuch hervorgegangen, welches Instagram-Journalismus heißt. Dieses Fachbuch, erschienen bei Springer VS, hat ihr dann sogar einen Lehrauftrag an der Universität Mainz eingetragen. Aber im Hauptberuf ist Selina Bettendorf heute Politikredakteurin beim Tagesspiegel hier in Berlin. Frau Bettendorf, was mir an Ihrem ausgezeichneten Dossier besonders gefällt, ist die ungewöhnliche Perspektive, eine Perspektive, die nicht unbedingt nahe lag. Sie haben nämlich nicht nur Opfer, also Frauen, zu Wort kommen lassen, sondern auch Täter. 6 Männer haben Sie dazu bewegen können, Ihr eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren. Und erschienen ist das dann unter dem, wie ich finde, etwas paradoxen Titel Das Schweigen der Männer, weil bei Ihnen schweigen die ja nicht mehr. Sie haben sie zum Reden gebracht. Darf ich fragen, wie ist Ihnen das gelungen? Wie haben Sie Ihre Protagonisten überhaupt gefunden und wie haben Sie die dann zum Reden gebracht? Ja, hört man mich? Ja, gut. Genau, das war der schwierigste Teil der Recherche mit viel Abstand. Wir haben das über sämtliche Kanäle versucht, über Newsletter, über Social-Media-Aufrufe, über die Google-Recherche. Im Endeffekt waren wir am erfolgreichsten über Instagram. Danke. Auf einer Doppelseite in der Zeitung präsentiert, Zusatzangebote auf der Website, dann noch ein Podcast, an dem Sie mitgewirkt haben. Also ich darf annehmen, diese Berichterstattung hat eine enorme Reichweite erzeugt. Haben Sie denn auch ein Echo darauf bekommen? Also wir haben viel Feedback bekommen von Leserinnen, dass ihnen der Text gut gefallen hat. Vor allem auch, über Instagram hatten wir einen Aufruf gemacht, wo wir zum Beispiel Männer gefragt haben, ob sie sich dazu äußern wollen. Wir haben auch Frauen gefragt, das waren die Zitate, die man gerade am Anfang gesehen hat, die ganzen Zitate von den Frauen, die kamen über Instagram und da gab es auch ein sehr, sehr großes Feedback und waren sehr glücklich über die Berichterstattung. Noch eine Stärke Ihres Artikels, Sie präsentieren nicht nur ein Potpourri von Fallgeschichten, einen Bilderbogen von Männern mit schädlichen Neigungen und schaffen Aufmerksamkeit für die Opfer sexueller Belästigung. Sie haben sichtbar sich auch in der Forschung zu dem Thema umgeschaut, bemühen sich immer wieder um Einordnung und Erklärung. Die Ausschnitte eben im Einspieler haben das auch gezeigt. Welchen Aufwand mussten Sie für diese Recherchetiefe treiben und hat Sie der Tagesspiegel dafür freigestellt? Ich weiß gar nicht genau, wie lange ich damit beschäftigt war. Also es hat sich auf jeden Fall über ein halbes Jahr gezogen, aber ich habe auch zwischendrin noch andere Sachen gemacht, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber die Zeit habe ich vom Tagesspiegel bekommen. Ja. Wir kommen langsam zum Schluss, wollen gleich zusammen noch vor der Urkunde ein Foto machen, aber möchten Sie noch etwas loswerden? Ja, vielen Dank. Ich freue mich total. Ich freue mich auch sehr, dass es nochmal Aufmerksamkeit auf dieses Thema gibt. Und was ich noch loswerden wollte, die Geschichte hätte ich ohne meine Kollegen vom Tagesspiegel gar nicht machen können. Vor allem nicht ohne meinen Chef Sidney Gennis, der auch hier ist und der unter anderem die Idee für die Überschrift hatte, mit mir das Konzept erstellt hat, den Text irgendwie mehrfach redigiert und vor allem nicht locker gelassen, bis ich die ganzen Männer gefunden hatte. Und ohne Hendrik Lehmann und das Innovation Lab hätten wir diese schöne Online-Aufbereitung nicht. Prima, vielen Dank. Ich wage noch zum Schluss eine Prognose. Wenn es Ihr erster Preis war, es bleibt nicht der letzte. Herzlichen Glückwunsch.